Gelsenkirchen und Schalke 04. Seit mehr als 120 Jahren eine unzertrennliche Verbindung. Hurra, hurra, die Steine, die sind da. Bergbau, Vergangenheit und Fußball. Das gehört hier zusammen. Bei Heimspielen färbt sich die ganze Stadt blau-weiß. Mehr als 60.000 Menschen kommen dann ins Stadion. Egal, ob erste oder zweite Liga. Ein einzigartiges Phänomen. Gelsenkirchen, nördliches Ruhrgebiet, rund 270.000 Einwohner. Auf dem Trainingsgelände des Vereins leitet Schauspielerin und Regisseurin Alma Gildenast den Workshop Kunstkick. Der Schalker Nachwuchs aus der sogenannten Knappenschmiede trifft auf musisch interessierte Jugendliche. Auf dem Schalke-Gelände, das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Mein Vater war großer Fußballfan und dementsprechend habe ich auch viel Fußball gespielt, viel Fußball geguckt und in Gelsenkirchen dann halt auch viel Schalke geguckt. Also wir sind über ins Parkstadion gefahren, hinten auf dem Gepäckträger drauf und haben die Spiele geschaut. Der Kunstkick ist Teil des Projekts Stadion der Träume. Eine Aktion der Stadt Gelsenkirchen im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft. Und ändern mal die Ebene. Ja, man spielt ja Fußball nicht immer nur im Stehen. Ja, man muss auch mal nach unten gehen. Die Jugendlichen sollen angeregt werden, sich über ihre Träume auszutauschen. Ja, beweg dich ein bisschen dabei. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und neutraler Stand. Also mein Traum ist es, irgendwann was mit Musik zu machen. Vielleicht auch das ein bisschen mit Theater zu verschmelzen. Aber auf jeden Fall was mit Musik. Also mein Traum ist es, auch im Fußball Fußballprofi zu werden. Ja, ich werde dafür alles geben. Und ich probiere es hier bei Schalke und es wird schon klappen. Das gemeinsame Spiel macht es leichter, Grenzen zu überwinden. Gut. Sehr schön, Jonas, ruhig jetzt. Zeit, falls ihr oder so ausprobiert. Fußball in Gelsenkirchen ist alles. Dementsprechend kann man auf diese Intensität aufspringen. Also hier passiert immer was. Wenn Schalke spielt, die ganze Stadt ist betroffen. Der FC Schalke 04 hat mehr als 180.000 Mitglieder. Damit gehören sie weltweit zu den Top 10. Also an den Spieltagen gibt es diese Bezugspunkte aufgrund des Spiels von Schalke 04. Und das wird wohl auch ewig so bleiben. Wenn ich das in einem Satz beschreiben müsste, was Schalke für mich ist, erst einmal, das ist meine Heimat, wo ich geboren wurde. Und dadurch bin ich Gelsenkirchner ein Leben lang. Gelsenkirchen. Vor 200 Jahren noch ein paar einzelne Dörfer. Durch Steinkohleabbau und Industrialisierung auf fast 400.000 Menschen gewachsen. Bis in die 60er Jahre eine der reichsten Kommunen. Stolze Stadt der 1000 Feuer. Heute die ärmste Stadt Deutschlands. Der Fußballclub Gelsenkirchen Schalke 04 e.V. spiegelt diese Entwicklung. 1904 im Umfeld einer Zeche gegründet. Größte Erfolge vor dem Krieg und in der Wirtschaftswunderzeit. UEFA-Cup-Sieger 1997, drei Pokalsiege im neuen Jahrtausend. Mit dem Zechensterben auch erste Abstiege aus der Bundesliga in den 80ern. Inzwischen kämpft der Verein genauso wie seine Heimatstadt ums Überleben. Also Schalke hat einfach eine wahnsinnige Bedeutung, nicht nur für Gelsenkirchen, sondern für die ganze Region. Also dieser Verein, der darf niemals untergehen, weil das wird ganz vielen Menschen, mir auch, den Boden unter den Füßen wegziehen. Während es rund ums Stadion noch ruhig ist, beginnen in der Stadt die Vorbereitungen auf den Spieltag. Die Bugestra ist mit Sonderbahnen im Einsatz. Die St. Josef-Kirche, auch hier blau-weiß. Die Schalker Meile, eigentlich ist es die Kurt-Schumacher-Straße, ist Haupttreffpunkt der Fans vor dem Spiel. Hierher kommen tausende Anhänger aus Gelsenkirchen, Deutschland und sogar den Niederlanden. Imbisse, Kneipen und Bütchen erwarten einen ihrer arbeitsreichsten Tage.
Also wenn ich jetzt sagen müsste, wie Schalke schmeckt. Schalke ist ganz klar die Currywurst mit Pommes und Mayo. Und das liebe ich genauso wie auch den Verein. Sternekoch Björn Freitag wurde in Gelsenkirchen geboren und wuchs im nahen Dorsten auf, wo er heute noch lebt. Von 2010 bis 2021 ist er Mannschaftskoch der Profis. Das war natürlich für mich unfassbar, weil man war Fan. Und plötzlich kam ein Co-Trainer, der in Dorsten lebte, der Seppo Eichkorn, der sollte für Felix Magath einen Koch suchen, weil dem Felix schmeckte das Essen auf Schalke nicht. Ja, und dann habe ich da ein paar Mal Probe gekocht. Ja, und das war wie so ein Ritterschlag. Der FC Schalke 04 ist einer der traditionsreichsten Fußballvereine Deutschlands. Hier im Umfeld der Zeche Konsolidation begann vor mehr als 120 Jahren die Geschichte des Clubs. Touristenführer Olivier Kroschinski zieht es immer wieder an diesen mythischen Ort. Ich bin Schalker, das ist immer. Das ist morgens, das ist abends, das ist in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist sehr leidenschaftlich und da steckt ja auch Leiden dann drin in Leidenschaft. Olivier Kroschinski engagiert sich in der Stiftung Schalker Markt. Glück auf, Matthias. Glück auf. Er möchte den abgehängten Stadtteil wiederbeleben. Durch die Rückbesinnung auf die große Fußballgeschichte des Ortes. Neuestes Projekt, die App Schalke erleben. Nur wer Vergangenheit kennt, kann Gegenwart verstehen und Zukunft gestalten. Das heißt, welche Lehren ziehen wir eigentlich aus der Vergangenheit? Wir müssen also dann auch Schalke inklusive dieser Orte, dieses Museum neu denken. Durch die kostenfreie App wird der Stadtteil zum fußballhistorischen Freilichtmuseum, das die Nutzer mit ihrem Smartphone erkunden können. Der Markenkern von Schalke ist Schalke. Dort liegen unsere Wurzeln, dort ist unsere DNA begraben. Schalke ist ein Ortsteil von Gelsenkirchen. Heute der ärmste in der ärmsten Stadt Deutschlands. Vom Schalker Markt, wo bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts die Jubelfeiern stattfanden, bis zur legendären Kampfbahn Glückauf. Fast 50 Jahre die Heimspielstätte des Vereins. In Schalke liegen alle für den Club so bedeutenden Orte auf engstem Raum. Der Mythos Schalke ist die Projektion von Träumen, von Wünschen, von Hoffnung auf das Spielfeld, was den Menschen ja so unglaublich viel gibt bis heute hin. Das ist der Antrieb, um ins Stadion zu gehen, weil wir ja wirklich glauben, die auf dem Rasen spielen für uns. 1973 zog der FC Schalke 04 ins Parkstadion um. Ein paar Kilometer nördlich des Heimatstadtteils gelegen. Ein Jahr später auch Spielort der Fußball-Weltmeisterschaft. Heute erinnert noch die alte Gegengerade und ein Flutlichtmast an die legendäre Betonschüssel. Das ist ja auch dieses Stück der Tradition, was am Leben gehalten wurde. Der Flutlichtmast im Parkstadion und irgendwann mal die Arena. Und der Virus wird dann sozusagen übertragen aus den 30ern bis heute. Die Tradition des Vereins ist eine der wichtigsten Grundlagen für das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Stadt. Ja, dieser Verein hat eine Bedeutung, vielleicht weit mehr als andere Städte dieser Größenordnung, weil er dieser Stadt Identifikation gegeben hat, weil die Fangemeinschaften, ich sag mal so, lauter und deutlicher sind, was nicht immer nur uneingeschränkt Freude macht. Und das schafft natürlich auf die eine oder andere Art und Weise auch Zusammenhalt. Schalke 04 ist an verschiedenen sozialen Projekten in Gelsenkirchen beteiligt. So, dann. Dann schauen wir mal, was wir heute auf der Gabel kriegen. Tina Krone engagiert sich im Verein Gelsenkirchen packt an, warm durch die Nacht e.V., der Bedürftige mit Essen versorgt. Unterstützt von der Stiftung Schalke hilft. 3 Millionen Eimer mitgenommen, hier sind die Handschuhe. Wir hatten ja Kontakte zu Schalke hilft und überhaupt zu Schalke. Habe ich immer Kontakte aufgrund auch des Ehrenamts. Und irgendwann kam ein Anruf und sagt, wir haben mal überlegt, könnt ihr eigentlich mit dem Essen, was übrig ist, was anfangen? Nach Heimspielen kommen Tina Krone und ihre Helferinnen in die Küche der Logen der Arena, um die haltbaren Speisen abzuholen. Die Spätzle halten sich locker bis Mittwoch. Seit Anfang 2023 werden so ein Großteil der nicht verzehrten Lebensmittel aus dem Stadion erhalten.
Wir haben das dann mal ausprobiert und hatten, ich glaube, beim ersten Mal Wildgulasch mit Spätzle. Also das war so geil. Die Leute wussten gar nicht, was los ist. Ein Essensvorrat, der in der Ausgabestelle für eine Woche reicht. Gelsenkirchen ist einzigartig. Eine Stadt, die rasant schnell gewachsen ist und dann einen rasanten Strukturbruch zu bewältigen hatten, aus ganz wenig ganz viel gemacht hat und jeden Tag auch eine neue Herausforderung. Der Verein verteilt das Essen direkt am Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Habt ihr schon mal einen Frikadellentest gemacht? Lecker. Ich wollte damit einfach nur auffordern, mal zu naschen. Es gibt viele Sachen, die man machen kann, aber ich finde gerade so vor der eigenen Haustür in meiner Heimatstadt, ich liebe Gelsenkirchen, auch wenn sie noch so hässlich ist und am letzten Platz. Aber trotzdem ist diese Stadt sehr liebenswert aufgrund ihrer Menschen. Helfen ist eine Bürgerpflicht, Punkt. Seit 2014 arbeiten hier bis zu 45 Ehrenamtliche an 3 Abenden in der Woche. Warmes Essen und andere Nahrungsmittel für Bedürftige. Ein herzliches Glück auf der FC Schalke 04 hat am Wochenende den ersten FC St. Pauli mit 3:1 geschlagen. Ja. Und heute gibt es Schalke-Essen. Ganz viel und ganz lecker. Haut rein, guten Appetit. Die Wertschätzung, dass so ein großer Fußballverein mit Profis daran denkt, dass es Menschen gibt, die das nicht haben, ne? Die einfach nicht so viel haben und auch Hunger haben, dass sie einfach darüber nachdenken, die mit zu versorgen. Ne? Also das ist eine enorme Wertschätzung und unsere Gäste sind alle Schalker, ob sie wollen oder nicht. Das ist hier so, ist eine große Familie. Bis zu 100 Menschen kommen zu jeder Essensausgabe, darunter viele Stammgäste. Ich glaube, gerade wenn es den Menschen zum Teil schlecht geht in Gelsenkirchen, gerade hier, dann ist für die Schalke so wichtig, weil das immer so ein Sehnsuchtsfaktor einfach. Ne? Das ist wirklich, Schalke behütet die Menschen, Schalke führt die zusammen und ich glaube einfach, dass das gerade für Städte, denen es eben nicht so gut geht, dass das ganz wichtig ist. Der Gelsenkirchener Stadtteil Buhr gilt als einer der wohlhabenderen. Hi, ich bin Lisa Küppers. Ich bin 24 Jahre alt, wohne in Köln, komme aber aus dem wunderschönen Gelsenkirchen. Deswegen bin ich auch Schalke-Fan und vom Beruf her bin ich Schauspielerin und Influencerin und mache dort auch ganz viel Fußball-Content. Lisa Küppers hat Millionen Follower auf ihren Social-Media-Kanälen. Unter anderem macht sie Vlogs. Videotagebücher. Ihr seht es an meinem Trikot. Heute geht es auf Schalke. Meiner Meinung nach ist Schalke auf jeden Fall kein alter Verein. Also jeden Tag wird ein neuer Schalke-Fan geboren, würde ich sagen. Und tatsächlich bietet sich aber Schalke auch einfach super gut für Content an, weil Content ist einfach immer Emotionen. Wenn es emotional ist, ist es gut. Ob es happy ist, ob es traurig ist, ist egal. Und bei Schalke ist alles dabei. Mit 11 Jahren zieht Lisa Küppers mit ihrer Familie nach Baden-Württemberg. Durch ihre Verwandtschaft hält sie stets die Verbindung nach Gelsenkirchen. Heute besucht sie ihre Tante. Wir sind heute in Gelsenkirchen. Gerade bin ich noch bei meiner Tante, danach geht es ins Stadion. Ich bin sehr, sehr gespannt und mal gucken, wie das wird. Aber du weißt schon, dass dein Großvater ein riesengroßer Fan von Schalke war? Ja, das weiß ich. Ja. Ihr Opa hat kaum ein Heimspiel verpasst. Sein größter Stolz, ein Foto mit dem damaligen Präsidenten Gerhard Rehberg. Das hat er in der Brieftasche getragen. Ich glaube noch vor dem Foto seiner Frau, also deiner Großmutter. Ne? Auch Lisa Küppers wurde von klein auf vom Fußball geprägt. Oh, niedlich, ja. Und auch super, dass die Schaufel natürlich auch königsblau ist. Ja, natürlich. Was denn sonst? Ja, natürlich, klar. Ja. Schalke ist für mich absolut Heimat und nicht nur Heimat, sondern auch einfach ein großer Teil meiner Identität, würde ich sogar sagen. Es war auch letztens so der Witz im Raum, irgendwie über mich gibt es nichts zu sagen, außer dass ich Schalke-Fan bin und aus Gelsenkirchen komme. Das ist meine ganze Personality, aber ich bin da auch sehr stolz drauf. Mein Enkel ist jetzt 4,
Der hat mit Fußball jetzt noch nicht groß was zu tun, aber der wurde gleich Mitglied. Ich glaube, so dieser Virus, das ist das Übertragen der Generation auf die nächste Generation. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Ich bringe übrigens 3 Punkte mit, ne? Mach ich. So, danke. Also, gib alles, ne? Tschüss, mein Kindchen, ne? Mach ich. So, ich habe mich jetzt gerade von meiner Tante verabschiedet und jetzt geht es los Richtung Stadion. Ziel ist es, heute nicht zu spät zu kommen, aber ich glaube, heute sind wir sicher und dann würde ich sagen, let's go. Ob Currywurst oder Bratwurst, Bier oder Wasser, es wird lebhafter rund ums Stadion. In der Fankirche St. Josef erwarten die Ehrenamtlichen die Fans, die göttlichen Beistand suchen. Eine Stadt in Blau-Weiß. Jede Kneipe, jede Bude ist jetzt Fantreff. Viele haben nur noch an den Spieltagen geöffnet, denn da wird der Umsatz gemacht. Gelsenkirchen-Hassel. Auch für Bernhard Rösler sind Spieltage seit jeher Festtage. Ich bin ja ein Gelsenkirchner und von daher gesehen war für mich nie etwas anderes in Frage gestellt, als kein Schalker zu sein. Schalke ist für mich der Verein, wo ich mich glücklich fühle und ich bin gerne auf Schalke. Bernhard Rösler geht schon seit Kindheitstagen zu den Spielen seines Vereins. Später macht er eine Ausbildung im Bergbau, wo er bis zu seiner Pensionierung geblieben ist. Fußball ohne Bergbau und Schalke 04 ohne Bergbau mit seinen Fans kann ich mir ja schlecht vorstellen. Seit 2018 ist die Geschichte des deutschen Steinkohlebergbaus beendet. Festakt mit dem Ruhrkohlechor im Stadion im Dezember des Jahres. Übermorgen werden unsere Kumpel vom Bergwerk Prosper-Haniel dem Bundespräsidenten das letzte Stück deutscher Steinkohle übergeben. Das wird ein Abend voller Trauer und Wehmut. Das Steigerlied kommt ursprünglich aus dem Erzgebirge und gehört mittlerweile zum immateriellen Kulturerbe. Bernhard Rösler ist einer der rund 100 Sänger im Ruhrkohlechor. Heute Abend wird er zusammen mit seinen Sangesbrüdern in der Arena auftreten. Die Knappentracht mit Weste, Jacke und Hut mit Federbusch hat ihren Ursprung im 18. Jahrhundert. Stolze Tradition. Zeitalter der wirklich brummenden Bergwerke haben wir fast 180.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte gehabt. Und das waren durchweg gute Arbeitsplätze. Und wir sind dann im Rahmen der massiven Schließung wirklich runtergegangen auf 75.000, mittlerweile wieder Gott sei Dank über 80.000. Das zeigt tatsächlich, warum auch heute noch so viele Menschen uneingeschränkt stolz auf diese Vergangenheit sind. Und diesen Stolz tragen noch viele im Herzen. Von 1928 bis 1973 spielten die sogenannten Knappen, ursprünglich ein Ausdruck für Bergleute unter Tage, in der Kampfbahn Glück auf. Hier testen Stadtteilförderer Olivier Kroschinski und Softwareentwickler Matthias Krenzek die AR-Funktion der neuen App Schalke erleben. Du bist einer von den ersten 11. Ich sehe dich. Das gibt's ja nicht. Ja. Jetzt versuche ich mal in den Eckball zu treten, ne? Ja. Ja, Halleluja. Ja. Naja, kein Schwein kennt Gelsenkirchen. Schalke kennen alle. Und warum kennt Schalke alle Menschen auf der Welt? Weil wir der geilste Club der Welt sind. Der Ort, an dem das geklöppelt wurde, an dem das entstand, das ist die Kampfbahn Glück auf. Das ist die große, große Generation des Schalker Kreisels. Vor allem in den 30er Jahren strömten die Menschen in die Kampfbahn Glück auf, um der legendären Schalke-Mannschaft um Fritz Cheppern und Ernst Guzorra zuzujubeln.
Zwischen 1934 und 1942 holten sie mit ihrem kreiselnden Passspiel 6 deutsche Meisterschaften. Ich glaube, der Kuzorra, das ist der alles entscheidende Mann für Schalke gewesen, mit den ganzen Titeln, insgesamt 7. Er ist, glaube ich, das Herzstück. Ernst Kuzorra wurde im Stadtteil Schalke geboren. Hier ist er auch begraben. Er wird bis heute für seine Vereinstreue verehrt. Ja, was soll ich da groß sagen? Diese Mannschaft, die wir hatten, die war einmalig. Das Schöne, was gewesen ist, wir sind alles Gelsenkirchener Jungs gewesen. Vom Charakter her sind das Bergleute gewesen, die es dann geschafft haben, über den Fußball, über Schalke 04 nicht mehr nach unten fahren zu müssen, sondern dann Fußball zu spielen. Und das war ein großer Anreiz für viele, aus der, sagen wir mal, aus der dunklen Kammer herauszukommen. Im Fußballkäfig direkt neben der ehemaligen Zeche Hugo bereitet Richard Weber das Bolzplätze-Projekt von Schalke Hilft und der Rack-Stiftung vor. Der Organisator und Realisator des Projekts war selbst Nachwuchsspieler in der Knappenschmiede. Ich bin tatsächlich 1991 in Gelsenkirchen-Schalke auch geboren, aufgewachsen in Gelsenkirchen-Bulmke-Höhlen, habe dort die ersten 30 Jahre meines Lebens verbracht und dementsprechend schon seit Kind auch Schalker, wird einem nur mal hier in der Stadt in die Wiege gelegt, Gott sei Dank, muss man sagen. Hi, alles gut? Schön. Alle Bälle auf einen Haufen. Beim Bolzplatz-Projekt dürfen alle mitmachen, vom Kindergarten bis ins Jugendalter, Jungen und Mädchen. Wer von euch kann denn unsere 2 goldenen Regeln vom Bolzplatz? Spaß haben, hat das ihr verstanden? Immer gut zuhören, wenn ich spreche oder wir zusammenkommen, ich gleich eine Übung erkläre, immer gut zuhören und leise sein. Und der Bolzplatz, auf dem wir gerade sind, ist ein soziales Projekt, wo wir ganz, ganz niederschwellige Ziele haben. In erster Linie Kinder, Jugendliche in Bewegung zu bringen, sie raus auf die Straße quasi zu holen. Ja, auch die Bolzplatz-Kultur so ein bisschen zu leben. Eng am Fuß haben den Ball. Jawohl, Elias. Auf geht's, Effe. Gut, Lukas. Die Teilnahme am Bolzplatz-Projekt ist kostenlos. Oh, der Lukas vergisst seinen Ball. In einer Stadt mit Menschen aus über 130 Nationen ist es wichtig, Treffpunkte zu schaffen. Der Bolzplatz ist einfach ein Ort, wo Integration gelebt wird. Kids und Jugendliche unterschiedlicher Nationen, unterschiedlichen Alters kommen hier zusammen. Hier geht es zwar in erster Linie nicht um Leistungssichtung, doch gibt es immer wieder auch Talente. Kita-Leiterin Selma Göktasch kommt mit ihrem Sohn Effe regelmäßig zu den Einheiten von Richard Weber. Dass die Kinder alle Spaß haben und dass die mein Lächeln auch wiedergeben. Ne? Und das ist so ein Geben und Nehmen. Ne? Und das macht Spaß zuzugucken. Mit ihrer Familie lebt sie im Stadtteil Ressermark. Effe hat in der letzten Saison für den Erler SV 08 221 Tore in 37 Spielen geschossen. Ein Kandidat für die Knappenschmiede. Für Effe ist jetzt alles blau-weiß. Also wenn wir einkaufen gehen, alles muss blau und weiß sein. Und wenn er natürlich sein Anzug dazu anzieht, Trikot von Schalke, da fühlt er sich auch nochmal, ja, ich bin voll Schalker. Aber ich so, ja, du bist der richtige Schalker-Junge. Die Familie lebt ihre Fußballbegeisterung in dritter Generation. Die Spiele der Schalker schauen sie am liebsten gemeinsam. Egal, ob im Stadion oder zu Hause. Meine Eltern sind ja wirklich hierher gezogen, weil mein Opa ja Gastarbeiter war, wie viele von uns allen, sage ich jetzt mal. Und die sagen ja, ganz am Anfang hatten die eine schwere Zeit natürlich, aber so Fußball, da waren die alle eins. Ne? Die konnten zwar alle nicht die Sprache, aber wenn es um den Ball ging, wenn es der Jubel war, dann sind wir alle zusammengekommen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja! Auf dem Bolzplatz hat Richard Weber mit den älteren Jugendlichen ein besonderes Trainingselement geplant. Treppenlauf auf die Halde Rungenberg. Der künstliche Berg ist aus Abraum der Zeche Hugo entstanden und im Rahmen der Strukturförderung zu einem Freizeitgelände umgewandelt worden. Hier auf der Halde hat man wirklich einen schönen Ausblick über die Stadt. Und dementsprechend versuchen wir auch, gerade jetzt hier am Standort, die Halde möglichst oft auch mit einzubinden und den Kindern dann auch so ein bisschen, die da vielleicht zum ersten Mal sind, dann auch Stadt, Region,
Veltins-Arena sieht man hier natürlich sehr, sehr schön, das Parkstadion. Einfach ja, ein schöner Ausblick über die Region, wo man aufgewachsen ist. Der Gipfel liegt auf 115 Metern über dem Meeresspiegel und bietet einen imposanten 360-Grad-Rundumblick über Gelsenkirchen und die angrenzenden Kommunen. Hier oben befindet sich einer der beliebtesten Selfie-Spots des Ruhrgebiets. Ja, total schön zu sehen, dass selbst die größeren Kids oder die Jugendlichen, die hier schon eigentlich häufiger waren, direkt das Smartphone rausholen und Fotos in dem schönen Licht hier machen. Von daher, ja, total schöner Effekt. In einer Stadt mit hohen Zuwanderungszahlen ist die Identifikation mit der neuen Heimat besonders wichtig. Die Kraft des Fußballs und von Schalke 04 kann dabei helfen. Mein Traum für Gelsenkirchen ist, dass die Offenheit, die ich oft so gerade im Kinder- und Jugendbereich so wahrnehme, untereinander, dass die sich vervielfältigt und dass auch Deutschland dann anders auf Gelsenkirchen vielleicht auch guckt. In der Trainingshalle des Vereins geht es weiter mit dem Workshop zum EM-Jugendprojekt der Stadt Gelsenkirchen. Stadion der Träume. Ich finde, der Fußball treibt bestimmte Dinge noch mal mehr auf die Spitze, mehr nach vorne. Und dementsprechend ist die Verbindung Fußball und Kultur optimal. Der selbstgeschriebene Song der Traumband beschwört die Kraft der Träume für den Zusammenhalt in der Stadt. Mitten im Stadtteil Schalke liegt die katholische Kirche St. Josef. Seit 2019 wird sie nur noch an Spieltagen für die Fans geöffnet. Olivier Kruschinski und die Stiftung Schalker Mark möchten die Kirche bewahren, denn sie ist einer der wichtigsten Schalker Erinnerungsorte. Mit dem heiligen Aloysius, dem Schutzpatron der christlichen Jugendlichen, als Fußballer mit blau-weißen Stutzen im Kirchenfenster. Das ist wahrscheinlich das bedeutendste Kirchenfenster der Welt, zumindest aus einem fußballaffinen Kontext. Das ist jetzt wirklich mal einzigartig. Es gibt es nirgendwo und wahrscheinlich beneidet man uns auch überall darum. Das Fenster wird 1960 eingesetzt, zwei Jahre nach dem letzten Meistertitel des FC Schalke 04. Es gibt keinen Ort für mich, der diese Strahlkraft besitzt, der erklärt, ohne Worte, wie gesagt, was Schalke bedeutet. Und ja, ich habe ein Stück weit das auch in mein persönliches Leben mit einbezogen. Es ist ein Teil von mir. Schalke 04 ist für viele Fans wie eine Religion. Mit ihrem Verein erleben sie Wunder und Tragödien. Ich war mit Schalke deutscher Meister. Das war ziemlich ein großartiges Gefühl. Ich glaube, was ich in diesen 4 Minuten 38 erlebt habe, hat, glaube ich, kein Bayern-Fan nach dem, also die können das gar nicht nachvollziehen. Am 19. Mai 2001 bejubeln die Fans eine Meisterschaft, die dann gar keine ist. Ab heute glaube ich nicht mehr an den Fußballgott, weil er nicht gerecht ist. Wenn er gerecht gewesen wäre, in diesem Jahr, dann wäre der FC Schalke 04 deutscher Meister geworden. Während die Schalker schon feiern, gelingt Bayern München beim Spiel in Hamburg in der 4. Minute der Nachspielzeit noch das Tor zum entscheidenden Punktgewinn. Und Schalke wird am Ende Zweiter. Das Leben ist halt wie Schalke und nicht wie Bayern. Und das macht Schalke dann auch so authentisch. Ist halt nicht immer höher, schneller, weiter und alles super. Todesstrafe! Todesstrafe!
Olaf Thon steht mit auf dem Platz. Meister der Herzen wird die Mannschaft seither genannt. Ja, das sind Mythen, die sich dann entwickeln, halten. Das ist halt die Familie. Also um die Familie nochmal eine Schalke-Familie. Mittlerweile sind Blau und Weiß die alles bestimmenden Farben. Nicht nur rund ums Stadion. Hochphase für die Imbissboden und Kneipen. Göttlicher Beistand für die Fans in der St. Josef-Kirche. Partystimmung auf der Schalker Meile. Die Sonderbahnen der Verkehrsbetriebe fahren jetzt fast im Minutentakt. Also man kann das so gar nicht in Worte fassen, was so 2-3 Stunden vorm Spiel so auf der Kurt-Schumacher-Straße oder so los ist. Das ist einfach diese Pilgerströme, alle freuen sich. Es ist so, so eine Spannung in der Luft, ja? die ist unbeschreiblich. Die Schalker Meile ist etwa 45 Minuten Fußweg vom Stadion entfernt. Bei gutem Wetter machen sich viele Gruppen von hier in Schalke gemeinsam auf zum Stadion, das auf Schalke liegt. Auch Influencerin Lisa Küppers ist Teil des blau-weißen Stroms. Es ist schön zu sehen, dass an Spieltagen ein bisschen mehr Leben in der Stadt ist und auch ein bisschen mehr Freude einfach, vor allem rund ums Stadion. Und dann ist plötzlich halt so ein ganz tolles Gefühl einfach in der ganzen Stadt. Halt mal, Mille. Sobald man irgendwie ein gemeinsames Trikot anhat oder der andere sich bekenntlich in den blau-weißen Farben zeigt, dann hat man irgendwie direkt immer so eine Verbundenheit. Und das ist so ein wunderschönes Gefühl. Ich kann das gar nicht beschreiben, warum das so ist. So oft wie möglich besucht Lisa Küppers die Heimspiele ihres Herzensvereins und berichtet ihren Millionen Followern. So, wir sind jetzt am Stadion. Es ist so unnormal schön und ihr seht vielleicht hinter mir, wie voll es auch schon ist. Ich zeige euch das nochmal. Es ist einfach so voll, das Wetter ist der Hammer und ich freue mich auch richtig auf den Sonnenuntergang drin. Aber ja, deswegen freue ich mich umso mehr und wir gehen jetzt rein. Unter den etwa 62.000 Zuschauern sind auch bis zu 6.200 Gästefans. Glück auf! Auf der Rückseite des Stadions trifft sich Ehrenamtlerin Tina Krone mit ihren rund 20 Kolleginnen und Kollegen der Trommler und Fahnenschwenker des Vereins. Ab in die heilige Halle. Tina Krone ist Fan seit ihrer Kindheit. Ja, absolute Liebe. Ich habe auch eine blau-weiße Brille. Ich habe auch bin nicht immer sehr sachlich, was Schalke angeht. Ja, das Emotionalste war schon 97. Ja klar, das war so irre. Und der schießt flach in die linke Ecke und der FC Schalke 04 ist UEFA-Pokalsieger 1997. Der größte Triumph. Das war phänomenal. Das sind so jetzt noch mal Gänsehautmomente, wenn man drüber spricht, die einem so kommen und überfallen. Das entscheidende Finalrückspiel findet in Mailand statt. Auch in Gelsenkirchen ist fast die ganze Stadt irgendwie dabei und nach Spielschluss auf den Straßen. Das war nicht fassbar, nicht begreifbar. Ich bin mit meinem Schalke Cabriolet, ich hatte ein Cabriolet zu der Zeit, von Buhr nach Gelsenkirchen. Immer wieder die Kurt-Schumacher-Straße rauf und runter gefahren. Ein Hubkonzert. Hier brachen ja alle Dämme in Gelsenkirchen. Das war wie, naja, Hochzeit, Geburt, alles auf einmal. Also das war wirklich verrückt. Und das war sehr besonders. Man musste irgendwo hin mit seiner Freude. Also ging man auf die Straße. Ganz Gelsenkirchen war draußen auf der Straße. Seit 2006 gehört Tina Krone zum Trommler-Team in der Arena. Vor und während des Spiels heizen sie die Stimmung an.
Das Trommeln gehört zu mir und meine Menschen wissen das. Das gehört einfach dazu. Ich habe teilweise so den Spitznamen TT, Trommeltina. Das ist so in der Familie völlig normal. Gehört zu mir, einfach dazu. Die Nordkurve ist schon anderthalb Stunden vor dem Spiel gut gefüllt. Direkt davor steht Tina Krone während des Spiels mit ihrer Trommel. Jungs, könnt ihr mir mal helfen? Einmal fest sein. Super, ich klebe das mal eben fest. Ich gucke jetzt mal so in die Kurve. Hab gerade so einen Schreckmoment gehabt, wie das ist, wenn wir absteigen sollten. Was passiert mit unserer Arena hier? Was passiert mit uns allen? Die Veltins Arena gehört dem Verein, den eine große Schuldenlast drückt. Bei einem Abstieg in die Drittklassigkeit bestünde unter anderem die Gefahr, die Arena verkaufen zu müssen. Das am Ende des Tages, machen wir uns nichts vor, bei einem Verein, wo die Menschen hier am Wochenende zu Zehntausenden einpendeln, dass das am Ende auch ein Wirtschaftsfaktor ist, für wen mehr, für Schalke oder für die Stadt. Das lasse ich an dieser Stelle mir dahingestellt. Das ist einfach unbestreitbar der Fall. Insgesamt Schalke mit der größte Arbeitgeber neben der Stadt Gelsenkirchen. Also dafür würde vieles schon zusammenbrechen. Natürlich geht das Leben weiter, aber es wird noch schlechter. Es wird noch mehr Arbeitslosigkeit in Gelsenkirchen geben. Und deswegen müssen wir alles dran setzen, dass Schalke 04 mindestens zweitklassig bleibt und dann auch so schnell wie möglich wieder aufsteigt. Der FC Schalke 04 ist mit seinem weltweiten Bekanntheitsgrad ein wichtiger Markenbotschafter und Imageträger, unabhängig davon, in welcher Liga die Mannschaft spielt. Bernhard Rösler und der Ruhrkohlechor kommen heute zur Unterstützung. Also die Verbundenheit zu beiden, zu den Bergbau und zu dem Fußball, die habe ich natürlich auch selber erfahren dürfen. Etwas Besseres kann es gar nicht geben, dass wir heute vom Ruhrkohlechor gemeinsam eingeladen werden zu dem heutigen Spiel. Und wir freuen uns schon sehr darauf, dass wir den Heiligen Rasen betreten dürfen, sodass wir also dann mit fast 70, 80 Ruhrkohlemitgliedern unten auf dem Rasen das Steigerlied singen dürfen. Eine Stunde vor dem Spiel eilen auch die Letzten zum Stadion. An der Stadionhaltestelle kommt noch ein großer Schwung Zuschauer an. Alles strömt zum Arena-Ring. Insgesamt gibt es 5 Tore, die in den engeren Stadionbereich führen. In der Fankirche in Schalke hilft jetzt nur noch Kaffee trinken und beten. Jetzt zählt in Gelsenkirchen nur noch das Spiel. Auch Influencerin Lisa Küppers begibt sich jetzt ins Innere der Arena. Heute hat sie Karten auf der Westtribüne. Wir sind drin! Ich glaube, Schalke ist ein Verein, der zieht dich so ein bisschen in den Bann. Also man kommt da auch nicht mehr von weg. Das ist so ein Gefühl, wenn man einmal in der Arena war, wenn man diese Massen hört. Man sagt ja auch nicht umsonst Donnerhalle. Die Arena ist seit 2001 Spielstätte der Schalker. Die spezielle Dachkonstruktion kann auch geschlossen werden. Dadurch kann es noch lauter werden. Vor allem die aufwendigen Choreografien der Fans aus der Nordkurve sind legendär. Oft mit Motiven aus dem Bergbau. Und ich glaube, wenn man einmal dieses Gefühl, diese Gemeinschaft erlebt hat, das ist schon was, was man dann auch behalten möchte. Tina Krone und ihre Kolleginnen beziehen in der halben Stunde vor dem Spiel ihre Positionen auf dem Rasen. Später, nach dem Anpfiff, gehen sie auf das Podest vor der Nordkurve.
Ich genieße die Atmosphäre wie ein Schwamm. Das heißt, wir stehen am Rand und dann laufen wir ja aufs Spielfeld und ich stehe fast direkt unter dem Würfel mit Blick zur Nordkurve. Dann sehe ich, was da abgeht, mitsingen, mitjubeln. In den Katakomben bereitet sich der Ruhrkohlechor auf seinen großen Auftritt vor. Die letzte Schicht, das glaub ich einfach nicht. Das Steigerlied wird in allen deutschen Bergbauregionen gesungen, in der Regel stehend. Und St. Barbara hält für uns die Wacht, pass schön auf uns auf, Glück auf, Glück auf. Das Steigerlied kommt, das ist nicht Folklore allein. Also natürlich immer ein bisschen, aber das ist ein Stück Ruhrgebiet hier und Schalke. Knappen. Absolut. Ich bin davon überzeugt, wenn das Lied, sag ich mal, nicht gesungen wird und es vergehen Jahre, wenn nicht auch Jahrzehnte, dann wird sich keiner mehr an den Bergbau erinnern können. Deswegen finde ich es auch gut, dass im Stadion weiterhin das Steigerlied gesungen wird. Die heilige Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute und spielt immer noch eine wichtige Rolle. An ihrem Namenstag, dem 4. Dezember, finden Sonderaktionen zum Barbaratag statt. Schalke hilft dabei, dass die Zechen nicht in Vergessenheit geraten. Natürlich auch durch Steigerlied, durch den Tunnel, der in, sozusagen in Kohleoptik gemacht wurde. Das sind Erinnerungen, das ist Tradition, das ist Geschichte. Und das soll auch so bleiben. Das möchte auch der Fan. Der Steinkohleabbau ist Geschichte. Doch diese Epoche ist in der Region immer noch sehr präsent. Durch Industriedenkmäler, Schulausflüge und auch den Verein FC Schalke 04. Ich bin auf jeden Fall auf Kohle geboren. Und wenn man dann das Steigerlied in der Arena hört, das Licht geht aus, die Handylichter gehen alle an. Das ist schon ein unglaublicher Gänsehautmoment, den man dann einfach so, man nimmt das so voll in sich auf, genießt das, bevor dann so die Spannung noch mal hochgeht. Das ist wie so ein Ruhemoment davor noch mal. Ja! Schalke ist Gelsenkirchen und Gelsenkirchen ist Schalke. Wer hier lebt, identifiziert sich mit dem Verein. Seit mehr als 120 Jahren.